Willkommen bei Zelda Tears of the Kingdom. Auf dem Weg, die Geheimnisse der Ruine zu erforschen, hätte ich gesagt. Also wenn ich mir das hier angucke, das sieht doch aus wie so ein Drachenkopf, oder? Und zum Drakotosee ist ja auch unser Freund marschiert. Also das könnte sein. Und ich hätte hier diesen Drachen, den könnte ich natürlich auch versuchen anzugehen. Schauen wir mal, in welche Richtung ich nach dem Intro fliegen werde. Das Ganze hängt im Wesentlichen auch von meinem Vorrat an Pfeilen ab. Ich habe jetzt wieder 120. Stimmt ja, da war ja der Strudel. War ich nicht in den auch schon mal reingesprungen? Jetzt bin ich gerade völlig irritiert. War da nicht irgendwas? Okay, das war jetzt totaler Käse, was ich gemacht habe. Ich habe keine Energie mehr und bin ins Wasser gefallen. Das war ja ein Todesurteil gleich. Aber ja, hier hinten ist noch irgendwo ein schöner Schrein. Irgendwas war mit diesem Strudel. Jetzt mal rein pragmatisch. So, jetzt ziehe ich mal so dahin. Okay, das ist der Abgrund. Es gibt, glaube ich, Option 3. Ich werde mir den Strudel einmal angucken. In der Nähe aber tiefer. Ich würde mich gar nicht wundern, wenn das damit was zu tun hat. Und das heißt, jetzt lege ich die Sora
Geschichte mal an. Strudelhöhle im Hyliasee. Also wir haben was völlig anderes gemacht als ursprünglich geplant. Ist das nicht wieder mal typisch? Das ist so typisch, ne? 3000 Jahre später. So. Na, jetzt kann ich ja auch den einfachen Bogen wieder anlegen. Ich gehe jetzt erstmal nicht auf Monsterjagd. Und ich vermute mal, ich kriege jetzt gleich das Signal eines Kristalls. Dann auch wieder irgend so ein raues Segen sein. Bringe den Kristall, den das Licht zeigt, dem Schrein da. Dann schenken wir dir endlich, dass die Finsternis band. Ich hab's befürchtet. Die Himmelsinsel da oben drüber. Alles klar. Hallo Krok. Hoffentlich geht es allen gut. Ich mache mir Sorgen. Mit dem Wald der Krok soll angeblich irgendwas nicht stimmen. Hoffentlich geht es allen gut. Ja. Okay, jetzt kommen wir doch noch an den Drachen wahrscheinlich. Einfach, falls meine stärkste Rüstung ist, ne? Hylia-Brücke. Thank you.
Flammen sind Eis, oder? Als Gegenpart. Klappt aber überraschend gut hier. Die Kraft des Masterschwertes ist erschöpft. Daneben. Halt doch mal still. Ich schon sagen, wie soll ich dich denn treffen, wenn du dauernd so einen Aufstand hier machst? Na super. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Das ist jetzt natürlich extrem schlecht, dass ich hier runtergefallen bin, ne?
So, jetzt mal ganz ehrlich. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Adios. Damit hätten wir den ja wohl auch erledigt. So, ein Griorok weg. Also die Feuerdinger bekämpfe ich echt gerne. Die sind einfach. Wobei so ein Flammendrache auch echt nervig sein kann, ne? So, aerodynamisch. Und als Ninja verkleidet. Das macht doch Stil hier. Müsste ungefähr hier so oben dieser Tempel sein. Archipel von Firone. Siehe da, hier ist doch ein Kristall. Und müsste so ziemlich genau im Strudel landen, ne? Riecht auch nach dem Krok hier. Oh, du hast mich gefunden. Ja, 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 du hast mich. Übrigens, mit dem Wald der Krok stimmt etwas nicht. Ja, aber sonst ist hier auf der Insel nicht viel, oder? Okay, dann springe ich mal dem Stein hinterher. Er ist nicht wieder aufgetaucht, demnach.
Demnach ist es genau über dem Strudel runtergegangen. Na, schau an. Was ist denn da angespült worden? Hier, dem Darbringer des Kristalls. Ja, du hast es geschafft, Link. Wieder mal hast du ein Rätsel gelöst. Ups, sorry. Wollte jetzt das Intro gar nicht einspielen. Wie gesagt, ab und zu mal nebenbei in der Bearbeitungssoftware was wegklicken, während hier Sequenzen laufen. Aber jetzt gehen wir hier rein. Das wird auch ein Schrein hier von Saches Rauros Segen sein. Mächtiges Sonaniumschwert. Das mächtige Sonaniumschwert ist relativ schwach, aber ich nehme es jetzt trotzdem mal mit. Einfach weil ich von diesen Stäben nichts halte, ne? So, blub. Dann einmal zu meinem Doomstar-Haus wegen der Statue. Und dann schaue ich nochmal ganz, ganz schnell vorbei, wenn ich es in die Folge reinkriege, an diesem vermeintlichen Drachenkopf, ob es da weitergeht. Und dann dürften wir jetzt wirklich in dieser Folge auch zum letzten Mal am Sprungturm sein. So, ja, weiter Herzen. Herzen sind immer wichtig. Ausdauer kriege ich auch mit Trinken hin. Natürlich bringe ich Frieden in die Welt. Was soll ich denn sonst machen? Ich bin der Friedensbringer. Batterien müsste ich mir auch mal wieder aufladen. Also weitere, ich kann ja weitere eintauschen in den Minen. Ah, noch so viel zu tun. Eigentlich müsste ich nochmal in die Zentralmine und dort die Erze eintauschen in Batterien. Aber okay, alles zu seiner Zeit. Obwohl, kann ich vielleicht von dem Schrein darüber gehen oder ist das ein unterirdischer Schrein gewesen? Überlege ich gerade, das wäre natürlich auch viel einfacher, von dort rüber zu gehen.
Ja, deutlich einfacher. Na, schau mal, das sieht doch wirklich wie so ein Drachenkopf hier aus, hä? Den bis jetzt wirklich ignoriert oder habe ich den schon? Jetzt passt gerade alles. Und danke, Nikos Panatos, für das Abo. Danke, danke. So, was möchtet ihr von mir? Ich sehe es nicht, was ihr von mir wollt, ja? Das warst du. Hey, du hast mich gefunden. Yeah. Übrigens, mit dem Wald der Krux soll irgendwas nicht stimmen. Hoffentlich geht's allen gut. Und gucken wir mal. Hier ist die Drachenstatue. Und dann wird hier irgendwo auch der Eingang sein. Was haben wir denn da vorne? Ah, da haben wir ihn. Okay, aber ich weiß, böser, böser Cliffhanger, aber die Folge ist um. Und beim nächsten Mal klären wir das Rätsel hier auf. Und ich frage mich, warum ich hier bei dieser Drachenstatue noch nie gewesen bin. Da war ich hier schon mal und habe den Rest ignoriert. Okay, Fragen über Fragen, die beim nächsten Mal geklärt werden. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Zelda Tears of the Kings. Bleibt bis dahin gesund und... Habt noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.